Willkommen bei Berlin A&O. Heute sind wir in einem Stadtteil unterwegs, der innerhalb von wenigen Jahrzehnten von einem kleinen Dorf zu einem Ort mit internationaler Bedeutung wurde. Willkommen in Pankow. Pankow war bis etwa 1870 eines von vielen Dörfern vor den Toren Berlins. Ein beliebtes Ausflugsziel, aber sonst ohne große Bedeutung. Doch mit der Industrialisierung kamen immer mehr Betriebe und 1880 auch ein Bahnhof an der Berlin-Stettiner Eisenbahn. Dort am S-Bahnhof Pankow geht unsere Tour heute los. Wir springen in die Gründerzeit. In der Schönhauser Allee beginnt ein Ehepaar zu Hause Zigaretten und andere Tabakwaren herzustellen. Zwei Jahre später wird ein richtiges Unternehmen daraus. Bald wird die Marke Gabbati selbst in Asien, Amerika und am italienischen Hof geraucht. Und so muss 1906 schließlich eine größere Fabrik gebaut werden. Das Werk und die Arbeitsbedingungen sind hochmodern. Es gibt viele Sozialräume, einen Sportclub, eine Betriebszeitung und eine Arbeitslosenversicherung. Doch die Gabbatis waren Juden. Und so wurde die Firma unter den Nazis zwangsverkauft und die Familie floh in die USA. Zu DDR-Zeiten wurden hier weiter Zigaretten produziert. Club, Karo und Kabinett wurden im früheren Gabbati-Werk hergestellt. Mitte der 90er Jahre gingen dann aber die Lichter in der Zigarettenfabrik aus. Seit 2012 ist das ehemalige Werk ein Wohnhaus mit 160 Einheiten. Zigaretten waren nicht das einzige Laster im 19. Jahrhundert. Auch Berlins Biertradition hinterließ in Pankow Spuren. Auf dem Weg durch die Industriegeschichte kommen wir an der ehemaligen Mälzerei vorbei. Bis 1945 wurde hier für Schultheiß Malz zum Brauen hergestellt. Der Fabrik geht es heute wie dem Zigarettenwerk. Sie beherbergt Wohnungen. In den Sommermonaten des späten 19. Jahrhunderts zog es die feine Berliner Gesellschaft raus ins grüne Pankow. Es gefiel ihnen hier so, dass viele Bankiers, Fabrikanten und Ärzte hierher zogen. Wie bürgerlich schick Pankow damals war, zeigt die Karl-von-Ossietzky-Schule. Als Mädchenschule im Neorenaissance-Stil erbaut, ist es heute ein Gymnasium. Es macht derartig Eindruck, dass es schon mehrmals als Filmkulisse diente. Wir laufen weiter zum Bürgerpark. Er war bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Landsitz einer Verlegerfamilie. Auch das Parktor im Stil eines italienischen Triumphbogens ließ die Familie bauen. 1907, nach dem Tod des Verlegers, kaufte die Gemeinde Pankow den Park, um Bodenspekulationen zuvorzukommen. Das Gärtnerhaus wurde zum Restaurant. Viele Familien kamen zum Feiern und Entspannen her. Doch im Zweiten Weltkrieg wurde auch hier viel zerstört. So wurde das Restaurant letztendlich abgerissen. Dafür gibt es seit den 50ern ein Tiergehege im Park. 2007, zum 100-jährigen Jubiläum, wurde das Neorenaissance-Tor renoviert und strahlt nun in neuem Glanz. Der Park eignet sich in den Sommermonaten besonders zum Entspannen und Sonnen an der Panke. Weiter geht es in einem anderen Park in Pankow, dem Schlosspark. Berlin ist nicht arm an Schlössern, doch dieses ist besonders. Es steht seit 1680 hier und hat schon in preußischen Zeiten viel Geschichte erlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg
Genauer gesagt mit der Gründung der DDR bekam es aber internationale Bedeutung. Der erste und einzige Präsident der DDR saß hier. Wilhelm Pieck empfing vor dieser Kulisse etwa Nikita Chruschtschow oder Ho Chi Minh. Dass das Staatsoberhaupt des Arbeiter- und Bauernstaates in einem Schloss saß, entbehrte einer gewissen Ironie nicht. Direkt neben dem Schlosspark liegt der Majakowski-Ring. Vor dem Krieg lebten in den Villen dort vor allem Industrielle. Danach zogen Mitglieder der DDR-Regierung dort ein. Wenn man in dieser Zeit im politischen Kontext von Pankow sprach, meinte man das Schloss und die Städtchen genannte Wohnsiedlung. 1960 starb Pieck und man entschloss sich, das Amt des Präsidenten durch ein Kollektivorgan, den Staatsrat, zu ersetzen. Er tagte in Mitte und das Schloss Schönhausen wurde zum Gästehaus der Regierung degradiert. Die Regierungsmitglieder zogen aus Pankow noch weiter in den Norden, in die neu gebaute Waldsiedlung Wandlitz. Das Schloss kann man heute als Museum besuchen. Der Park lädt mit seinen großen Grünflächen zum Entspannen ein. Wir machen uns vom Park aus auf den Weg zurück zum S-Bahnhof und kehren dabei auch zu den Wurzeln des Ortsteils zurück. Vor fast 800 Jahren wurde das Dorf Pankow hier gegründet, mit einer Holzkirche als Zentrum des Angerdorfs. Im 15. Jahrhundert wurde diese durch eine Steinkirche ersetzt, die bis 1908 immer wieder erweitert wurde. Von der Kirche aus sind es nur noch wenige Schritte bis zurück zum S-Bahnhof, wo unsere Tour heute endet. Wenn dir das Video gefallen hat, schau doch mal nach den anderen Videos auf unserem Kanal, über Moabit oder die Siemensstadt zum Beispiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.